Hallo! Heute beschäftige ich mich mit der Frage, ob Kaninchen eigentlich Brot fressen dürfen. Und ich gebe euch 5 Sekunden Zeit für die Antwort. Die richtige Antwort lautet natürlich nein. Kaninchen brauchen kein Brot. Im Gegenteil, Brot ist eher schädlich für sie. Kaninchen brauchen auch kein hartes Brot für den Zahnabrieb. Sie beißen das vorne mit den Schneidezähnen ab und hinten bei den Backenzähnen kommt nur noch Speisebrei an und das hilft den Zähnen natürlich überhaupt nicht weiter. Für den Zahnabrieb macht es viel mehr Sinn, dass die Kaninchen sich durch einen riesigen Haufen Frischfutter fressen. Dann sind im Brot auch noch Stoffe enthalten, die den Kaninchen absolut nicht gut tun. Dazu gehören Triebmittel, Salz, Gewürze, Konservierungsstoffe und natürlich Aromen aller Art. Dazu kommt auch noch, dass der Hauptbestandteil von Brot Mehl ist. Und das muss man sich im Kaninchenkörper ungefähr so vorstellen. Das ist Hasi. Und Hasi bekommt jeden Tag ein trockenes Brötchen, weil seine Mama sagt, dass er es braucht. Erst gelangt das Brot in den Magen und von dort in den Darm. Im Darm wird das enthaltene Mehl aufgespalten und es entsteht Zucker. Teile des Zuckers werden sofort in Energie umgewandelt. Aber weil Hasi so viel Energie gar nicht braucht, verbleibt viel Zucker im Darm. Der Zucker ist super Futter für Hefen und Bakterien, die sich schnell vermehren. Und so viele Hefen und Bakterien führen zu schlimmen Darmerkrankungen und Aufgasungen, an denen Hasi schnell sterben kann. Darum lass das Brot lieber weg und gib ihm lieber Grünzeug, denn das ist wirklich gesund. Und das war's für heute. Bis bald. Tschüss. Ja, hier. Sitz. Fein, Kleines.